Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute wollen wir uns mal mit einem, na nennen wir es mal, Kontenmodell beschäftigen. Ne? Macht es Sinn, dass man für verschiedene Strategien verschiedene Konten nimmt? Meine Antwort darauf jetzt im Video. Also eine Frage, die ganz häufig hier gestellt wird, sowohl unter den Kommentaren jetzt hier bei YouTube, auf Facebook, in E-Mails und so weiter, ist, soll man denn Konten trennen, wenn man verschiedene Strategien fährt? Meistens wird die Frage natürlich von denjenigen gestellt, die erstens etwas größere Konten haben, ne? Also wer ein 5000er Konto hat, der wird nicht die Frage stellen, weil der wird auch keine verschiedenen Strategien handeln, aber wer dann vielleicht so in Richtung 30, 40, 50, 100.000 Euro geht, ne? Der fragt dann, Mensch, macht es denn Sinn zu trennen, weil ich vielleicht verschiedene Strategien fahre? So, und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, es gibt darauf keine Schwarz-Weiß-Antwort, so nach dem Motto, das ist richtig, das ist falsch. Ich will euch einfach mal meine Situation zeigen, wie ich das für mich persönlich geregelt habe und warum ich das mache und warum ich glaube, dass für mich persönlich diese Art und Weise die beste ist. Gehen wir mal von mir als Privatperson aus, dann habe ich privat drei verschiedene Konten. Ich habe einmal ein sehr kleines Konto, ein verhältnismäßig kleines Konto. Das ist das Konto, was wir zum Beispiel auch im Webinar genommen haben, Optionshandel für kleine Konten. Das ist für meine Kinder. Das ist also ein Konto, sehr klein angefangen, glaube ich, mit 4.000 Euro. Rutscht monatlich immer ein bisschen Geld noch mit drauf, also wird eingezahlt. Und in diesem Konto handle ich ausschließlich Aktienoptionen. So, da mache ich nichts anderes drauf. Warum? Kontogröße. Ne? Das ist jetzt, ich glaube, so 22.000 ungefähr groß. Und da mache ich nur Aktienoptionen. So, Konto Nummer 1. Konto Nummer 2, das ist mein reines Options-Trading-Konto. Das heißt, in diesem Konto handle ich ausschließlich Optionen und hier fast ausschließlich Future-Optionen. Warum? Das Konto hat eine gewisse Größe, ne? Also das ist deutlich sechsstellig und in diesem Konto handle ich also ausschließlich Future-Optionen und da ebenso die normalen Strategien, die ich so mache, also Verkaufe von Calls, Verkauf von Puts, Volatilitätstrades, all solche Dinge, die mache ich in diesem Konto. Und dann gibt es noch ein drittes Konto, das ist mein Langfristkonto. Und in diesem Langfristkonto handle ich hauptsächlich Aktien mit der Sicht auf lange, lange Frist. Das heißt, hier kaufe ich Aktien, um sie tendenziell sehr, sehr lang zu halten. Und hier handle ich in diesem Konto allerdings auch Optionen, aber an diesem Punkt eben hauptsächlich auf der einen Seite Cash Secure Puts. Das heißt, ich schreibe Optionen auf Aktien, die ich im Notfall auch übernehmen würde, was ich nicht immer zwingend will, aber zur Not würde ich einfach die Aktie nehmen. Und hier mache ich natürlich auch ein paar Income Trades. Also hier schreibe ich auch, mache ich zum Beispiel auch Volatilitätstrades oder Trades, die dem Thema Income Trading eigentlich zugeordnet werden. So. Und warum vermische ich zum Beispiel jetzt nicht mein Trading-Konto mit meinem Langfristkonto nicht? Ne? Hätte ich ja den Vorteil, dass man sagt, Mensch, da habe ich doch, ist doch das Konto viel, viel größer und ich könnte doch vielleicht, mache mehr Trades, kriege bessere Gebühren und so weiter. Aber ich persönlich will es einfach haben. Und einfach sind für mich zwei Dinge, nämlich Nummer eins, ich will eine Übersicht haben bei der Auswertung. Das heißt, wenn ich meine Konten auswerte, will ich eben sehen, okay, was hast du in deinem Trading erreicht? Was hast du in deiner Langfristanlage erreicht? Und da ist es natürlich viel einfacher, wenn ich dann auf meinen Kontoauszug schauen kann, am Ende des Jahres, kann sagen, okay, im Trading lief es so, im Langfrist lief es so und dann wird mir das alles schon direkt ausgerechnet von meinem Broker und ich muss jetzt nicht erst gucken, okay, was habe ich jetzt da gemacht, welcher Trade gehört dazu, welcher Trade gehört dazu. Und sie verfolgen natürlich auch unterschiedliche Ziele. Ne? Also mein Langfristkonto, das ist wirklich meine Altersvorsorge, meine private Vermögensverwaltung. Mein Tradingkonto, das ist einfach auch Income. Ne? Also einfach das Geld jeden Monat reinkommt, von dem ich leben kann. So. Und der zweite Grund ist, ich mache es auch ein bisschen für meinen Steuerberater. Ne? Der hat mich jetzt nicht darum gebeten, das zu tun, aber ich finde es einfach besser und einfacher, wenn ich ihm das zuarbeiten kann. Kann sagen, komm, hier in dem einen Konto, da sind hauptsächlich Aktien drin, Buy and Hold. Das heißt, da musst du dich nur um die Dividenden kümmern und um die paar Optionstrades, die darin gelaufen sind. Und in dem anderen Konto, da haben wir ganz, ganz viele verschiedene Option Trades und die musst du vielleicht auch ein bisschen auseinandernehmen und musst die ein bisschen dir gesondert anschauen. Ne? Das heißt, es macht es mir ein bisschen einfacher, mit ihm zu kommunizieren, er mit mir, er versteht es besser und das ist der Grund. Man kann natürlich jetzt auch innerhalb von einem, wenn man seine Konten bei einem Broker hat, kann man natürlich auch sehr schnell Geld hin und her schieben. Das heißt, viele haben ja Angst vor einem Crash,
Ne? Ich würde ja beispielsweise in einem Crash, also die Aktienmärkte brechen jetzt 50% ein, dann würde ich sofort mein Tradingkonto halbieren und würde sofort dieses Geld ins Langfristkonto schieben. Ne? Warum? Einfacher kannst du kein Geld verdienen, wenn du an einem Tief oder relativ nahe der Tiefs im Aktienmarkt kaufst. Und das Geld, das kleine Konto zum Beispiel, das für meine Kinder, das würde ich natürlich dann auch in einem Crash zum Beispiel wahrscheinlich ein bisschen aufstocken und würde dann auch dort anfangen, da ein paar Aktien mit reinzukaufen, weil das ja auch eher langfristig für meine Kids gedacht ist. Ne? So, und das ist also mein Standpunkt dazu. Ich trenne das nach verschiedenen Strategien, aber der Grund ist wirklich nur die reine Übersichtlichkeit. Wenn jetzt jemand sagt, ich kenne auch ganz viele, die sagen, nein, ich mache das alles in einem Konto und ich lese zum Beispiel mit irgendeinem Programm meine ganzen Trades raus und trage das jeden Tag nach, was gehört zu welcher Strategie, kann man das genauso machen. Also da gibt es kein richtig, da gibt es kein falsch, bloß eben, weil die Frage öfters mal gestellt wurde. Ich mache es so, wie ihr es macht, bleibt letztendlich euch überlassen. Wenn ihr also mehr dazu neigt, nicht ganz so viel Buchhaltung machen zu wollen, so wie ich, dann trennt das Ganze. Wenn ihr sagt, nein, ich bin sowieso damit Excel oder was auch immer gut unterwegs, dann macht es halt alles zusammen in einem Konto. Es hat letztendlich keine wirklichen Vor- oder Nachteile, ob man es trennt oder ob man es zusammenhält. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze macht. Vielleicht auch mit einer Begründung, wenn ihr es anders macht als ich. Was ist da eure Motivation, das anders zu machen? Und dann sehen wir uns schon wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.